Jo Leute, wir sind hier gerade eben in so einem Tempel. Der heutige Plan wird so ablaufen, dass wir den ganzen Tag lang irgendwo hinfahren, zu Tempel, auch coole neue Orte. Und hier oben seht ihr schon mal einen riesigen Elefanten. Hier werden wir unsere Wünsche erfüllen. Ja, und ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Gell? Sag was. Okay, er sagt gar nichts. Gut, ja, also wir zeigen euch hier ein bisschen so Sachen rum und ja. Ja? Jo Leute, also meine Mama wird euch auf jeden Fall erklären, was wir hier machen. Ist so Religionsding, erklärt euch. Vielen Dank, Leute. Gut, danke. Laut. Also, wir kommen bitte, glücklich. Wir wünschen alles gut, liebe Gesundheit. Was du in vielleicht du in eine gute Freundin, eine Family, deine Gesundheit, alles. Also, hast du eine Gesundheit? Oder, deine Job, wenn du wünschst, du neuen Job, du da in diese arbeiten und dann bekommst alles gut. Wenn ihr Job möchtet, dann auf jeden Fall hier hinkommen. Ihr könnt beten, dass ihr euren Traumjob, Traumberuf bekommt. Einfach mit viel Glück und so weiter. Ja, das war eine Kurzfassung von meiner Mama und von mir. Dankeschön. So Leute, wir sind jetzt gerade innen dran von diesem Gebäude hier. Sieht alles auf jeden Fall sehr steil und cool aus. So von der Treppe her. Was sich oben verbirgt, lässt sich noch zeigen. Vorne ist der Schilong. Ja, ist vorgegangen, so dass ich die Szene vorhin aufnehmen konnte. Und ja. Sieht auf jeden Fall sehr mysteriös aus. Magisch. Oh jo, hier vorne geht es auf jeden Fall noch weit nach oben. So, mal gucken, was es hier oben so gibt. So, ich konnte euch leider nicht alles zeigen. Oben gibt es auch ganz spezielle Buddhas, wo es halt nicht gefilmt werden darf, da es sonst Leute gibt, die es klauen. Und ja. Jojo. Also ganz schön hier, ganz schön mächtig und alles so sehr mysteriös und schön auf jeden Fall. Und ja, wir zeigen euch vielleicht den nächsten Clips. Yo Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade am anderen Tempel, also ich glaube zumindest, dass es ein Tempel ist. Und wir haben mitten heute hier einen Wagen, weil dieser Ort anscheinend sehr groß sein soll. Ja? Und ja, gleich geht's los. So Leute, es ist größer als erwartet, weil hier alles, also ich dachte erstmal, das wäre ein echter Tempel. Hier ist alles so reines Kopie von einem echten Tempel, wie ihr hier vorne seht zum Beispiel. Dieses Tempel ist im Echt zum Beispiel 10-mal größer und ja, wir sind noch nicht weit genug. Es ist doch sehr, sehr groß hier. So, die ersten Lebewesen hier. Oh. Oder Gegner. Kühe. Also, kann nur. Jo Leute, wir sind hier gerade bei Heaven's Roof Bar. Ja? Der dritte Tempel sind wir heute nicht hingegangen. Wir sind erst mal bei Friseur. Ich sehe fresh aus, ich weiß. Ich werde ein bisschen hier zeigen. So, aber der Vlog wird heute nicht enden, denn morgen gehen wir noch an einen wunderschönen Ort. Ne? Wir genießen erstmal heute Abend zu zweit allein und reden über Gott und die Welt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend erstmal.
Hey Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind ja bei einer Location, in irgendeinem Gebäude. Ne? Trinken gerade unser Orange China, original europäisch. Und ja, hier sind auch noch eine wunderschöne kleine Fluss oder whatever, was das ist. ja, also ich gehe mit meinem Kumpel, der Shilong, nachher auf Einkaufszentrum. Das heißt Central oder 21 oder sowas. Ja, also heute wird nicht so viel abgehen. Wir wollen so auf entspannt und so. Und morgen gehen wir zu Kusamek. Also das heißt eher auf einen anderen Block so. Und heute zeigen wir euch auch noch das Ende. Ne? Das Ende von diesem Block ist schon echt lang hier. Und bis dann. Jo Leute, wir sind hier jetzt bei Central World, heißt es eigentlich, ne? Ich bin jetzt angekommen und ja, ich gehe mal rein und hier gibt es hier dann die Kulisse da drin, wie groß es ist und sind wir so drin. Jo Leute, ich bin gerade bei Japan Expo, und hier sind auf jeden Fall sehr viele hübsche Japanerinnen, ja. Ja, kannst du mir ein bisschen gute Film, ein bisschen reinzoomen. Sehr cute, oder Leute? Sehr cute. Und da vorne unten ist auch eine, so eine Mitarbeiterin, die hat schöne gute Haare. Film. Okay, das sind sehr, sehr liebe Leute und ja, ich glaube, ich stehe hier nur, um die ein bisschen anzugaffen und ja, wir gehen hier ein bisschen weiter, bevor es hier ein bisschen dunkel wird. Okay, gut. Yo Leute, ich bin gerade bei dem Manga-Bereich. Da vorne ist Elektroladen. Ne? Ja, also zumindest hier gibt es einige Aufgaben. Ich glaube, sie hatten ihre kleine Küken, die ein bisschen so umgekehrt hier oben ist. Also ihr wisst ja, was man will. Und was ihr vorne schon gesehen habt, ist einfach ganz, ja, ganz toll. Und hier noch One Piece. Und was ich ganz schön finde, sind diese Manga-Lampen. Kannst du mal oben checken? Ja. Ja, das ist so dieses kleine Anime-Bereich hier. Riesiges Einkaufszentrum. Und ja, das wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Hey Leute, wir sind hier gerade vor Central World und der Kameramann guckt mich ein bisschen komisch an. Ne? Auf jeden Fall innen dran bei der japanischen Show hoffen wir mal, also wir gehen jetzt wieder zurück, hoffen mal, dass da endlich mal Tänzerinnen tanzen, weil wir warten da schon gefühlt eine halbe Stunde. Ich habe es leider verpasst so zum Aufnehmen und ja, ich muss eh noch Powerbanks und sowas kaufen und ich hoffe, die ist noch am Start so. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück dorthin, ne? Und let's go. Hallo, wir sind wieder back hier bei Heaven's Rooftop und ich glaube, der Vlog wird hier enden, da morgen ein neues Kapitel beginnt. Kosamet, ein schöner Strand, geile Hotel, alles was euch zukommen wird, ist purer Luxus und ja, wir werden uns morgen schön genießen, ne? Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr ja eingeschaltet habt.
und auch einen schönen Tag oder Abend, was auch immer. Danke.